Willkommen zum Let's Play von Kirby's Dream Land. Ich habe in meinem Leben noch nie großartig ein Kirby-Spiel gespielt. Das Einzige, was ich mal angefangen habe, war Kirby 64. Aber das auch nicht sonderlich lange, irgendwie für ein, zwei Level oder sowas. Und dann konnte es mich zu dem Zeitpunkt halt nicht weiterhalten. Wir spielen jetzt das allererste Kirby-Spiel, das jemals erschienen ist. Keine Ahnung, ob wir dann weitere Kirby-Spiele spielen werden. Wohl, mal gucken. Ne? Vor allem, es gibt von Kirby ja auch irgendwie über 20 Ableger. Teilweise auch irgendwelche Spin-Offs und hast du nicht gesehen. Wir gucken einfach mal und ja, lassen uns überraschen. Stage 1, Green Greens, die grünen Grünen. Was Bescheid. So, alles was ich von Kirby weiß, er ist pink, er ist rund, er ist fluffig und er kann ins Unendliche springen, kann alles aufsaugen, selbst Luft. Kann es entweder runterschlucken oder halt wieder die Gegner entgegenschmeißen. Das ist so das, was ich halt quasi von Kirby so kenne. Mehr muss man glaube ich auch nicht wissen. Ne? Kirby saugt quasi alles ein, so wie ich Kekse. Und alles, egal wie hübsch und süß es ist, will ihn töten. Warum? Weiß keiner. Ist halt einfach so. Ist halt so im Dreamland. Frag mich nicht. Frag mich bitte wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Selbst die kleinen Piepmätze wollen ihn töten. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass er pink ist? Die anderen sind auch alle pink. Du! Guten Tag! Achso, den kann ich nicht einfach so aufsagen, okay. Der ist zu groß, ja. Oder er ist zu schwarz, ich habe keine Ahnung. Muss ja irgendeinen Grund haben, dass ich den nicht aufsaugen kann. Er ist weg. Und da war noch mal ein kleiner, der war aufsaugbar. So. Geh weg. Ach, aber den kann ich aufsaugen. Die fette Plüschkatze hier, ja? Okay. Ist dahinter irgendwo eine Logik? Ist das jetzt, weil es ein Bosskampf war? Ich habe keine Ahnung. War das ein Bosskampf? Gab es da eine Bossleiste? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nur alles aufgesaugt. Ist ein bisschen so, wie wenn man mir Kekse kauft oder die Kekse rumliegen. Ich achte nicht drauf, welche es sind. Okay, ich achte drauf, welche es sind. Aber sie sind da einfach weg. Diese Pummelkatze hier, ne? Ist auf Diät und versucht Sport zu machen. Geh weg. Und die Dinger erinnern mich ein bisschen an diese Kakteenviecher aus Final Fantasy. Das heißt eine Tomate. Hallo Tomate. Die heilt mich, das ist schon mal schön. So. Auch diese anderen Flaschen, die wir da vorhin schon irgendwo gesehen hatten. Ich glaube, die habe ich gar nicht aufgesammelt, ne? Aber die kenne ich tatsächlich noch aus dem 64-Ableger. Die heilen einen. So. Und hier haben wir einen der ikonischsten Bosskämpfe aus der ganzen Kirby-Reihe. Neben König DDD ist es dieser komische Apfelbaum. Der halt auch meint, er ist der coolste. Und den wir mit seinen eigenen Äpfeln quasi bewerfen. Und das war's auch schon. Und es gab anscheinend wirklich eine Bossleiste unten. Okay. Wir haben Sterne eingesammelt. Yay. Stage 2. Castle Lololo. Schloss Lololol. Okay. Mit so einem Putzheini da oben. Der ist auch aus dem einen Mickey-Zeichentrickfilm quasi entflohen, ja? Der Besenschwinger. Was ist das? Ein Mikrofon? Es ist ein Mikrofon. Damit man die kreischende Stimme von Kirby hört. Okay, das ist das eigentlich Schlimme an Kirby. Ups. Nicht, dass er... Da, diese Flaschen hier, die heilen mich auch. Ja, ich kann auch Gegner runterschlucken. Das kenne ich auch aus Smash Bros. Wobei, nee, Runterschlucken war das bei Yoshi dann, ne? Dass er die dann in Eier verwandeln kann. Egal. So. Komm mal rein hier. Ich bin ein toller Vakuumsauger. So. Im Prinzip kein sonderlich schwieriges Spiel anscheinend. Aber ist ja auch ein Spiel für Kinder. Oder willst du nicht sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Ich gehe hier einfach durch. Das Wasser. Glaube ich zumindest. Okay, unter Wasser kann ich nicht alles einsaugen. Also ist dann nicht einfach das Wasser alles weg. So. Okay.
Kann ich dich? Ach ne, kann ich sowieso nicht einsaugen, weil ich unter Wasser bin. Und die Dinger kenne ich ja auch aus Link's Awakening. Der lässt sich auch gar nicht aufsaugen. Ist vielleicht auch zu stachelig. Man weiß es nicht. Niemand isst gern Kaktus oder so. Was ist das? Ein Lolli. Ein Unbesiegbarkeitslolli. Des Todes. Ich mache euch alle fertig. Ist ein Superstern. Muss ich den haben? Ich glaube ja, das Queen squirt nicht weiter. Da hätte ich doch locker rüberfliegen können, wirklich. Hallo, nette Kiste. Okay, der ist nicht gleich sofort tot. Ah, okay, ich habe wieder eine Bossleiste unten. Ups. Geh weg. Nein. Oh. Da hast du deine Kiste wieder. So, und jetzt? Ich muss hier durch. Bestimmt muss ich hier durch. So, genug die Treppe gefegt. Ich sagte, genug die Treppe gefegt. Mann. Okay, da hinten habe ich hier sowas zum Heilen. Ich glaube, das hole ich mir mal. So ein Mineralwasser für Kirby. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wirklich. So. Wahrscheinlich sollen wir eh die oberste Tür nehmen, wenn ich denn da hinkomme. So. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht relativ okay aus. Jo, da sind die wieder. Ach hey. Zwei davon. Mit Bossleister. So. Hier kann es wahrscheinlich schnell passieren, dass ich dann plötzlich irgendwie falsch stehe oder so. Jetzt habe ich die Kiste verschluckt. Okay. Nein! Oh. Beinahe erwischt. So. Weg. So schön, dass ihr jetzt gerade immer da oben rauskommt. Nein! Nein! Okay, ich kann ja auch nicht einfach so einsaugen. Oh. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Okay, einer ist weg. Der andere hat noch zwei Lebenspunkte. Oh. So kann das ja hier nichts werden. Den habe ich getroffen. So, und der andere, der braucht mir jetzt einfach nur noch mal entgegenkommen und schmeiß ich ihm das wieder entgegen. Bam. Geht doch. Puh, das war schon fast schwierig. Auf jeden Fall schwieriger als der Baumkampf. Stage 3, Float Islands. Die fliegenden Inseln. Oder schwebenden. Okay. Und Kirby, weiterhin einfach verfressen. Isst selbst ganze Tintenfische. Wow, was bist du denn? Akromuschel. On Tour. So. Der mit den Lichteffekten. Das ist bestimmt eine Kugel und Snows, die runterfällt, ne? Und das ist eine Bombe, die einfach explodiert. Okay. Okay, das ist keine Akromuschel, das ist ein Zyklopendepot. Okay. Was hat mich denn da jetzt getroffen? Ich hab's nicht gesehen. Einfach mal über alles rüberfliegen. Bestimmt so gedacht. So, aus dem Weg. Wow. Okay. Keine Ahnung, ob das so gedacht ist, aber es funktioniert. Okay. Ich weiß nicht mal, ob ich hier sein soll, aber hier ist was zum Heilen. Das ist schon mal ganz nett. So wie zu dem, da ist was zum Heilen. Wo muss ich denn hin? Ich glaube hier nicht, oder? Doch, da ist eine Tür. Ha! Explodierende Kokosnüsse. Und das Sternenwasser.
damit ich nicht erkenne, wo ich jetzt reinfalle, ja? Ein Up. Ein Up. Nein. Ah, oh, ich konnte runterfallen. Ich dachte, da ist Sand. Ich dachte wirklich, da ist Sand. Oder etwas in der Richtung, weißt du? Ah, das hat mich ja voll verarscht, das Spiel. Aua. So. Also nicht ganz runter. So. Habe ich mein extra Leben wieder. Das hat sich jetzt auch eher nicht so gelohnt, ne? Aber was soll's. Uah. Warte. No, das war gerade im Weg. So, jetzt. Komischer Einsiedlerkrebs, ist komisch. Das wollte ich schon gar nicht mehr runterfallen, weil... Wer weiß, ob da wirklich Boden ist. So, jetzt wieder über das ganze Meer hinwegfliegen. Was ist das? Ich kann unendlich Dinger schießen, aber ich bin nicht unsterblich. Okay. Ups. Das sind so Momente, wo ich mir da denke, so, ist dieses Spiel überhaupt für ein Kirby gedacht? Weil du kannst ja über alles hinwegfliegen letztendlich. Hm. Ein Wal. Ich steck fest. Ich steck da fest. Okay. Ich flieg wieder über alles hinweg. Wenn ich's kann, warum nicht? Was ist das? Eine Zitrone? Geh weg. Okay, ich muss es auch wirklich abschießen. Ich brauche halt nur ein paar Schläge mehr. Okay, das war's. Easy. Easy Bosskampf. Habe ich hingekriegt. Beim ersten Versuch. War aber fast ein bisschen knapp. Wobbly Clouds. Die wabbelnden Wolken. Die Musik habe ich auch schon 10-mal gehört. Halt in anderen Spielen oder halt in meiner komischen Playlist, die ich immer auf dem Handy habe. Ups. Ah! Okay, jetzt. Jetzt fängt's an. Dass mich einfach alles töten will und treffen will und überhaupt. Kannst du nochmal hochspringen oder so? Nein? Okay. Wow, okay. Das hat sich irgendwie verwandelt und dann böse geguckt und so und... Okay. Die sollte ich anscheinend nicht einfach aufsaugen. Oh Gott. Okay, bis hierhin war das Spiel einfach. Jetzt nicht mehr. So. Oh Gott, oh Gott. Ich gehe hier einfach rein, ne? Ups. Was? Okay. Der wirft einfach sein komisches Teil vom Helm einfach herum. Und freut sich dann Keks. So, Vorsicht Stacheln. Vorsicht, Gegner. Ja, okay. Ja, okay, kann ich alles umfliegen. So. Keine Ahnung, wo ich bin, aber hier soll ich bestimmt hin. Wow, okay. Die haben ein komisches Bewegungsmuster, auf das ich nicht klarkomme. Muss ich vielleicht auch nicht.
So. Okay. Aber hier ist eine Sackgasse. Ist aber auch, ne, nett vom Spiel. Wenn du halt mit Luft vollgetankt bist, dann bleibst du tatsächlich auch oberflächlich des Wassers. An sich gut durchdacht. Macht Sinn. Realismus im Videospielen. Ups. Das Ding hat eine zu hohe Explosion. Oh, zu groß, nicht zu hoch. Und was? Oh, du bist Miniboss, ja? Okay. Ich glaube, ich kann den Sohn nicht besiegen. Ich glaube, ich brauche seine anderen Viecher. Ja, ich brauche seine anderen Viecher. Okay. Okay. Aber an sich auch einfach zu machen. Bam. Easy. Miniboss. Erfolgreich. Auf den Sternenhimmel, yeah! Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott. Da ist was zum Heilen, das ist cool. Das konnte man mal wieder gebrauchen. Okay, na, wow. Schade, es hatte mich noch getroffen. Ha, wusste ich doch, dass jetzt da irgendwie sowas wie Stacheln kommen oder sowas. Oder irgendwas. Was mich voll ärgern will. Weg. Oh, da ich auf die Explosion von den Viechern immer reinfalle, ne? Und mich gerade von den pinken Sternen nicht treffen lassen. Obwohl, im Moment ist wohl egal. Wir haben es irgendwie durchgeschafft. Bestimmt nicht so gedacht, dass ich jetzt hier einfach durch alles durchfliege. Aber egal. Okay. Boss-Time. Was kannst du? Okay, du hast Stacheln. Du bist eine größere Wolke. Okay. Lässt du dich von meinem Spucker beeindrucken? Nein. Okay. Ich sehe schon, du bist ein ätzenderer Kollege. So, wird aber ein Schuh draus. Okay. Geh doch, wo du wohnst. Ja, den kriegen wir auch vielleicht hin. Wenn er so weitermacht, kriegen wir es hin. Wenn ich plötzlich mit einem Kill-Move kommt oder so. Wow, okay. Das fängt ja auch noch mit so was an. Mist, 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 Mist. Oh. Gerade so geschafft. Das wurde knapp. Puh. Okay. Stage 5, Mount DDD. Ach, was. Jetzt schon? Das klingt danach nach finalem Level und so. Okay, ich fühle mich ein bisschen wie bei Mega Man gerade. Ist das jetzt hier, ne? Neubesuch bei den bisherigen Bossen? Oder wie ist das jetzt? Das sieht zumindest stark danach aus. Okay. Nicht ganz runter.
Weil der ist wahrscheinlich wieder verarschen. Okay. Warum war da ein zweiter Kirby? Was hat der zweite Kirby gemacht? Wer ist eigentlich Paul? Und warum bin ich so tollpatschig? Da. Och, treff mich doch nicht. So. Nein! Oh, Mist. Ich hätte jetzt gedacht, er spuckt wieder seine Windwolken hier. Aber ich bekomme ein bisschen viel Schaden, das gefällt mir nicht. So. Der ist weg. Du warst jetzt welcher Boss? Ach, okay. Ja, ja, der mit dem, wo ich die ganze Zeit gegengeschossen habe. Was zum Heilen wäre aber eigentlich cool, ganz cool, ne? Ich soll hier runter. So. Aua. Heilen? Heilen wäre voll toll. Weg. So, dann haben wir diese olle Zitrone, was auch immer es ist. Ja, Mist. Ja, super. Gleich vom ersten Schuss getroffen worden. So, wir haben noch zwei extra Leben. Das ist nicht so viel. Dann gehen wir als erstes ihn hier an, weil er war ja doch schon ein bisschen gefährlicher. Oh Gott. Aua. Einfach fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Okay. So. Guten Tag. Ich bin's wieder. Uah! Er macht jetzt von Anfang an solche ätzenden Moves. Na, Halleluja. Das kann doch nur in die Hose gehen. Ich sehe das doch schon. Ja, ist jetzt genug mit euren komischen Lasern hier, ne? Ach, Mist. Satz mit X, das war wohl nix. Nein, 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 nein. No. Okay. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, manchmal sind die Hitboxen hier einfach zu meinen Gunsten nicht ganz akkurat. So, wir nehmen erstmal die zwei hier, weil die waren auch ein bisschen nervig. Ich umfliege einfach alles. Das ist das Beste, was ich gerade tun kann. So. Hallo. Oh, geh doch runter. So. Ja, es war ein Satz mit X. Oh, wir haben die Kiste behalten, okay. Normalerweise spucken wir die ja einfach runter. Oder schlucken. Spucken oder schlucken. Ha, ha, ha. Nein, oh, was mache ich denn? Mist, das mache ich. Kiste rollt einfach so weiter. Achso, der eine ist schon tot. Okay. Das heißt, wir haben jetzt mit Glück denselben tatsächlich mehrfach hintereinander getroffen. Oh, ich hatte auch gerade eine Gehirnverzögerung von über 9000.
Jetzt macht die Musik. Die ist zu laut. So, ich gehe jetzt hier kein Risiko ein, ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Komm mal irgendwo oben raus hier, Junge. Ich weiß, wo du wohnst. In einem der Löcher. Ja, ich habe ihn getroffen. Ja, ich habe es nicht getroffen. Ja. Jetzt aber. Okay, haben wir nur noch das Luftschiff, was an sich jetzt nicht schwer ist. Also wirklich nicht. Nur, man muss es halt überleben und den Schuss ein bisschen ausweichen. Ich glaube, das mit den Nachbarn. Ja, und die Stacheln hier. Okay. So. Auf ein neues. Zitrone, ich komme. Ist bestimmt eine Zitrone. Ich habe keine Ahnung, was da schön soll. Da dreht sich jetzt aber viel. Das hat er vorher nicht so viel gemacht. Okay, wir haben es geschafft. Puh. Okay. Kann ich jetzt irgendwo weiter? Kann ich dahin? Ich kann dahin. Okay. Hallo. Okay. Okay. Hallo, König DDD. Ja, das kann ich auch. So, was soll ich jetzt genau mit dir tun? Das bringt nichts. Okay. Hat auf jeden Fall ganz schön viele Lebenspunkte. Bisher ausweichen klappt aber eigentlich ganz gut. Ah, ich glaube, ich weiß es. Da. Wenn er zuhaut mit seinem Hammer, kommt da zum einen halt so ein komischer Stern raus, den kann ich aufsaugen und ihm entgegenschmeißen. Und das halt auch gerade, als er diesen Mega-Stampfer da gemacht hat. Davon ist er unbeeindruckt. So, ich darf mich halt nur nicht ganz an den Rand stellen. Weil sonst kriege ich den Stern nicht mehr ab. Da muss er nicht sein. Ah, ich stand schon wieder eigentlich zu weit am Rand. Ich darf mich halt auch nicht einsaugen lassen. Das wäre halt auch ein bisschen doof. Bam. Ah. Geh weg. Nein. Oh, ich spring nochmal. Nein. Okay. Nein! Oh! Penner! Drecksack! Elendiger! Ich stand doof. Besser. Okay. Zück deinen Hammer oder so. Bam. Das wird nix. So, einmal noch.
Bam. Das war's, mein König DDD. Yeah, wir haben 5 Sterne. Ist das jetzt gut? Da fliegt das ganze Essen raus. Wir sollen das jetzt alles aufessen. Das war's mit Kirby's Dream Land. Ein relativ kurzes Spiel. Aber es war halt auch sehr kurzweilig und auch relativ easy und so. Und ja, war okay. War okay. Warum genau daraus so ein riesiges Franchise geworden ist durch Nintendo, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, gut, gehört halt als Videospielfigur halt irgendwo mit dazu. Aber dennoch denke ich mir so ein bisschen so, ich weiß ja nicht. Aber gut, ich denke, so zwischendurch kann man irgendwann mal wieder ein weiteres Kirby-Spiel spielen. Irgendwie dann Kirby's Dream Land 2 oder sowas. Ich glaube nicht, dass ich jeden Ableger davon jemals spielen werde. Aber mal gucken. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wenn nicht, ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Jetzt lassen wir das Schloss also wieder fallen. Okay. Bye bye. Ja, das wollte ich jetzt nämlich auch sagen, ne? Wir hören und schauen uns im nächsten Let's Play oder wo auch immer im Internet dann wieder was extra Game. Good job. Press up A in Select on the title screen to start a new adventure. Achso. Okay. Okay. Na gut, weiß ich Bescheid. Aber das ist halt dann vielleicht schwieriger Modus oder so. Ich kann hier jetzt nicht neu starten. Gut, ich werde das jetzt auch hierbei belassen. Wir machen nicht noch irgendwie extra New Adventure. Also ich gucke da jetzt privat mal rein. Sollte das tatsächlich der Fall sein, dass das zusätzlicher neuer Content ist, den wir so zuvor noch nicht hier im Spiel gesehen haben, dann sehen wir uns dazu in einer weiteren Folge dann wieder. Sollte es nicht sein, ja dann halt nicht. Ich sag jetzt schön mit Ö und wir hören und stellen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.